eingeladen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im neuen Gemeindezentrum in Marie-Ansbach, zu Ansbach sucht das Supertalent. Durch den Abend führen Sie Conny Feirer und Helmut Peter. Ein Quartett vorstellen und darf dieses Quartett, dieses sportliche Quartett, einmal auf die Bühne bitten, bitte. Darf ich bitten, euch selber vorzustellen? Bitte sehr. Ja, hallo, mein Name ist Alina Rentmeister und ich bin 11 Jahre alt. Hallo, ich heiße Larissa Rentmeister und bin 10 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Kilian Rentmeister und bin der erste Assistent. Hallo, ich heiße Keno und bin 4 Jahre und bin der zweite Assistent. Liebes Rentmeisterquartett, sprichst du für uns? Danke vielmals. Erzählst du uns ganz kurz, was ihr jetzt vorhabt, welches Talent ihr zur Schau stellt und ein bisschen vielleicht, wie ihr zu dem gekommen seid? Ja, wir machen eine spanische Darbietung mit Tanzen und Einradfahren. Sie tanzt und ich fahre Einrad. Und wir machen so Stierkampf. Stierkampf, sehr gut. Verstanden, ihr zwei als Akteure und Kilian und Keno als die beiden Assistenten, die ja genauso wichtig sind wie die Hauptakteure auf der Bühne. Ja. Ja? Applaus für euch. Alles Gute. Bevor das Rentmeisterquartett startet, können wir euch bitten, nur während dieser Nummer, Kinder, die da vorne sitzen, bitte lehnt euch nur für diese Nummer ein bisschen zurück. Wir werden auf das Mikrofon noch wegdrehen. Ihr werdet auch gleich merken, warum. Denn das ist Artistik pur. Die braucht wirklich jeden Zentimeter der Bühne. Nicht, dass da mit den Fingern was passiert. Das gibt's mal so. Gott sei Dank hat unser Tontechniker einen Reserve-CD-Player. Gerald, bist du rettig? Mir Saft ins Mikro. Darf ich? Können wir noch ein bisschen plaudern? Ihr zwei? Komm auf zu mir auf die Bühne. Ja, überbrückt mal die Zeit. Wie seid ihr überhaupt zu dem Hobby gekommen? Ihr sagt spanischer Abend, was spanische Darbietung, spanischer Input und ihr seid ja alle vier Geschwister. Von wem geht das aus, dass ihr da heute mitmacht? Ja, wir waren in Spanien und in Argentinien. Wunder, das hat sich immer ruhig noch fertig, die Zeit haben wir. Ja, wir waren in Spanien und Argentinien und dann haben wir erfahren, dass er ins Brunnen ist und da haben wir uns alle so eine spanische Darbietung zusammen. Und die habt ihr vier gemeinsam gemacht? Ja, mit ein bisschen Hilfe unserer Eltern und unserer Tante. Okay, aber es ist ein Familienprojekt eigentlich. Ja. Ja, also ich glaube, wir können nur noch weiter planen, ich habe nichts dagegen. Gerald, wie schaut's aus? Ja? Echt? Bereit? Alles Gute. Thank you.
ganz, ganz großartig. Bitte unsere Jury um Ihre Kommentare. Ich fühle mich im Zirkus, in den Zirkuszeichen aus dem Gemeindehaus jetzt. Gewonnen. Großartig. Ganz tolle Performance. Ja, sicher noch. Die ganze Welt steht euch offen, glaube ich, mit so einem Talent. Und vor allem, was uns da das nächste Jahr dann erwartet. Ja, wirklich war sehr packend, sehr spannend, sehr gut dargeboten. Und ja, auch die Assistenten, die da am Rand gestanden sind, werden vielleicht irgendwo in der Lente denken, da wollte man mitmachen. Und jedenfalls wunderbar, was also das macht. Nur weiter üben. Da steckt sehr viel dahinter und ich glaube, alle Achtung und großen Applaus für euch. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wenn Sie weiter hinten gesessen sind bei der Generalprobe. Ist das wohl das Herzstehen, bringt die Alina Vater mit dem Einrad 4-5 cm von der Kante entfernt, aber souverän und absolut sicher. So.